Dies ist ein weiteres Video zum Thema Differentialrechnung und hier geht es um grundlegende Regeln zum Ableiten ganz rationaler Funktionen und zwar zum rechnerischen Ableiten. Das Grafische solltet ihr schon etwas kennengelernt haben und da es wichtig ist, dass ihr, wenn ihr hier irgendetwas rumrechnet, auch immer die Anschauung im Hinterkopf habt, mache ich das nochmal eben kurz an so einer einfachen Funktion hier. Wenn ich also hier meine Funktion f von x habe, und ich möchte die Ableitung dazu bilden. Die Ableitung ist ja nichts weiter als eine neue Funktion, die entsteht, wenn ich hier an einzelne Funktionen, an einzelne Punkte dieser Funktion die Tangentensteigung berechne und dann hier unten eintrage. Also exemplarisch mache ich das jetzt mal hier an ein paar Punkten. Ich habe hier eine Tangente, hier eine Tangente und hier zum Beispiel. Jetzt könnte ich hier noch das Steigungsdreieck einzeichnen, um die Tangentensteigung ein bisschen genauer zu berechnen. Will ich aber gar nicht. Ich will hier nur eine grobe Skizze haben über den Verlauf. Wie sieht diese neue Funktion ungefähr aus? So, was ich genau einzeichnen kann, ist hier oben. Da habe ich die Steigung 0. Jetzt habe ich hier eine positive Steigung. Und wenn ich hier den Ast nach unten weitergehe, also x gegen minus unendlich gehen lasse, dann wird die Steigung immer steiler. Das heißt, hier habe ich größeren Wert und noch weiter. Wenn ich hier diesen Ast weitergehe, habe ich eine negative Steigung, die, wenn ich x hier Richtung plus unendlich gehen lasse, immer negativer wird. Also habe ich hier einen Wert und zum Beispiel hier einen Wert. Das kann ich natürlich verbinden, weil ich ja auch alle Zwischensteigungen hier berechnen kann. Und erhalte dann meine Ableitungsfunktion, die eigentlich hier eine Gerade sein sollte. Aber ob die jetzt so verläuft oder steiler oder weniger steil, das kann ich nicht sagen. Das ist halt nur der grobe Verlauf, den ich hier angeben kann. Und der ist auch noch sehr ungenau, weil ich hier beim Zeichnen natürlich immer, gerade hier auf dem Computer, große Fehler habe, weil ich die Tangenten gar nicht so genau einzeichnen kann. Deswegen möchte ich das Ganze jetzt, diese Berechnung hier durchführen, sodass ich rechnerisch die Ableitungsfunktion bilden kann. Und dann kann ich natürlich hier verschiedene x-Werte einsetzen, zum Beispiel bei minus 2, kann dann hier auf die Funktion gehen und kann dann sagen, okay, da habe ich die Steigung so und so. Schauen wir uns deshalb mal zum rechnerischen Ableiten ein paar Grundregeln an. Die einfachste Grundregel bei ganz rationalen Funktionen, also sowas wie x hoch n lautet, ich nehme das n nach vorne mal x hoch n minus 1. Vermindere also den Exponenten um 1. Vielleicht kommen noch Beispiele dazu, dann wird das auf jeden Fall noch deutlich. Ist eine sehr einfache Regel. So, die zweite einfache Regel. Wenn ich jetzt das x hoch n habe und davor noch einen Faktor habe, eine Zahl, zum Beispiel 3x hoch 5. Und die 3 bezeichne ich jetzt mal allgemein mit einem Buchstaben. Wenn ich das Ganze ableite, dann erhalte ich a, den Faktor lasse ich einfach so vorne stehen, da mache ich gar nichts mit, mal, jetzt ziehe ich das n wieder nach vorne und wende praktisch wieder diese Regel hier an. Das heißt, im Prinzip ändert sich zu dieser ersten Regel nichts, nur dass ich den Faktor vorne dran multipliziere. So, dritte Regel. Ich habe jetzt wieder mein ax hoch n, das gleiche wie hier, und jetzt addiere ich oder subtrahiere ich noch irgendwie einen Wert dazu. C ist einfach irgendeine Zahl ohne x. Und wenn ich das jetzt ableite, dann kann ich das für die einzelnen Teilterme separat tun. Ich kann also diesen Teilterm nehmen und diesen und jetzt jeden separat ableiten. Ax hoch n abgeleitet, das habe ich hier schon gesehen. Plus. Und jetzt einfach nur eine Zahl abgeleitet, ergibt einfach 0. Das muss man sich auch merken. Wichtige Regel, Zahl ohne x abgeleitet ergibt 0. Am besten schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele dazu an, dann seht ihr, wie einfach das ist. Ich habe hier zunächst eine ganz einfache Funktion ausgesucht, bei der ich einfach nur diese Grundregel hier anwenden möchte, wenn ich die Ableitung bilde.
Ich nehme den Exponenten nach vorne, so wie das hier steht, mal x hoch und dann Exponent um 1 vermindert. Also 4 minus 1 macht 3. Schon fertig. Beim zweiten Beispiel habe ich jetzt hier noch einen weiteren Faktor vor dem x. Das wäre entspräche praktisch dieser Funktion hier. Und wenn ich die ableite, dann nehme ich den Faktor einfach davor und leite jetzt wieder x hoch 4 ab. Oh. Also die 4 nach vorne gezogen mal x hoch 4 minus 1 macht 3. Habe als Ergebnis also 12 x hoch 3. Fertig. Entsprechend dieser Regel hier unten. Was man natürlich auch machen kann, wenn ich jetzt hier diese abgeleitete Funktion betrachte, die kann ich natürlich auch weiterhin ableiten. Ich kann ja jetzt wieder diese Funktion hier als Ausgangsfunktion nehmen und könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bilde in diesem Fall die zweite Ableitung, weil ausgehend von dieser Funktion ist das jetzt die zweite Ableitung. Aber ich schaue jetzt auf diese Funktion hier, also auf die erste Ableitung und leite die einfach normal ab, nochmal ab. Nehme also die 12 einfach als Faktor hier davor. Nehme jetzt hier den Exponenten nach vorne mal x hoch und 3 minus 1 macht 2. Hab jetzt also 12 mal 3 macht 36 x Quadrat. Und das kann ich jetzt natürlich noch die dritte Ableitung bilden und die vierte, bis ich hier irgendwann 0 erhalte. Okay, vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Ich kann meine Funktion ja auch so aus verschiedenen Teiltermen hier zusammensetzen, also hier und hier und hier, so ähnlich wie ich das hier aufgeführt habe und kann das jetzt natürlich auch ableiten. Im Prinzip nach dieser Regel, dass ich jeden Teilterm einzeln angucke, erstmal die 3x hoch 4, naja, die hatte ich hier oben schon, da kommt 12x hoch 3 raus. Dieses minus x halbe, das kann ich, anstatt es so auf den großen Bruchstrich zu schreiben, dann verwirrt es vielleicht eher, kann ich auch die halbe nach vorne ziehen, also 1/2 mal x. Ich könnte das jetzt auch hier wieder auf den großen Bruchstrich schreiben, dann stände da wieder x halbe. Aber so sehe ich sofort, dass ich nach dieser Regel hier ableiten kann. Also die minus 1/2 lasse ich als Faktor einfach davor und leite jetzt x ab. X steht ja für x hoch 1, ziehe also die 1 nach vorne und schreibe jetzt hier x hoch 1 minus 1 macht 0. Eine ganz wichtige Regel, die ihr euch irgendwo fett im Merkheft festhalten solltet, irgendwas hoch 0 ergibt immer 1 und so natürlich auch die x hoch 0. Beliebter Fehler, kommt immer wieder vor, dass hier dann 0 steht. Aber nein, bitte dran denken, irgendetwas hoch 0 ergibt 1. So, jetzt muss ich hier hinten noch meinen letzten Teilterm ableiten. Das ist einfach nur eine Zahl ohne x. Das entspräche diesem Beispiel hier. Da kommt einfach 0 raus, sprich, das lasse ich einfach weg. Jetzt kann ich das hier noch ein bisschen schöner hinschreiben. Das sind 12x hoch 3 minus 1/2 mal 1 mal 1 macht minus 1/2. Und schon bin ich fertig. Noch ein weiteres Beispiel. Was mache ich, wenn das x jetzt hier unten so im Nenner steht? Dann gehe ich erstmal davon aus, dass ich diese Regel gar nicht anwenden kann, denn diese Regeln gelten immer dafür, wenn x im Zähler steht. Wenn das jetzt aber nur so ein einzelnes x im Nenner steht, also nicht sowas wie x plus 1 zum Beispiel oder so, sondern nur x oder x Quadrat oder x hoch 3 oder sowas, dann kann ich das ja nach den Potenzgesetzen auch umschreiben. Das ist dann nämlich 2 mal x hoch und statt dem plus 2 mache ich jetzt ein Minus davor, minus 2. Und jetzt kann ich sehr wohl nach dieser Regel hier ableiten. Jetzt bleibt nämlich die 2 als Faktor einfach stehen, so wie hier. Mal, jetzt ziehe ich den Exponenten wieder nach vorne, ganz stumpf nach der Regel. Mal x hoch. Minus 2 und jetzt muss ich den um 1 vermindern, minus 1. Und hier oben kommt jetzt eben minus 3 heraus.
Also 2 mal minus 2 macht minus 4 mal x hoch minus 3. Oder kann ich auch schöner schreiben als 4 durch x hoch 3, wenn ich das nach den Potenzgesetzen jetzt wieder nach unten schreibe. Hier nun noch ein letztes Beispiel mit diesen Wurzeln hier. Auch bei dieser Wurzelschreibweise kann ich trotzdem hier meine Grundregel anwenden, auch wenn das erstmal gar nicht so aussieht. Aber wenn diese Wurzeln so einfach sind wie hier, dann kann ich die nämlich anhand der Wurzelgesetze auch umschreiben. Ich könnte hier zum Beispiel statt Wurzel x für diesen ersten Teilterm, kann ich auch schreiben 5 mal x hoch 1/2, weil das ja hier die zweite Wurzel ist. Und für diesen zweiten Teilterm kann ich jetzt schreiben x hoch 5 und da ich die vierte Wurzel habe, geteilt durch 4. Und jetzt habe ich wieder einen Ausdruck, den ich hier ganz normal nach diesen Regeln hier ableiten kann. Den Faktor 5 lasse ich mal den Exponenten nach vorne gezogen, 1/2 mal x hoch 1/2 minus 1. Plus, jetzt hier den zweiten Teilterm abgeleitet, den Exponenten nach vorne gezogen, 5/4 mal x hoch 5/4 minus 1. Das kann ich noch ein bisschen zusammenfassen. 5 mal 1/2 macht 5/2 mal x hoch 1/2 minus 1 macht minus 1/2. Plus zweite Teilterm hier, 5/4 mal x hoch. 5/4 minus 1 macht 5/4 minus 4/4, also 1/4. Das kann ich jetzt entweder noch wieder als Wurzelschreibweise schreiben oder ich lasse es einfach so stehen. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie man diese Grundregel hier bei solchen Funktionen einsetzen kann. Und mit den Beispielen ist hoffentlich das ein bisschen klarer geworden, wo man das überall einsetzen kann. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen auch verstanden habt.